Dankeschön. Ich freue mich heute davon, dass ich erzählen kann, wo ich in meinem Leben Gott gesucht habe, Gott gesehen habe und wo ich es eben auch nicht getan habe. Ich will ganz vorn anfangen mit meinen Eltern. Ich hatte super coole Eltern. Wenn ich irgendwie an fünf Fingern zählen müsste, was meine Eltern nicht so gut gemacht haben oder wo ich denke, dass sie da Fehler gemacht haben, würde ich vielleicht auf 3 kommen. Einfach, weil ich richtig, richtig gute Eltern hatte. Die haben mir von Anfang an erzählt, wer Jesus ist, dass er mich liebt. Meine Eltern haben mir von Anfang an gesagt, dass ich geliebt bin. Und ich wusste von Anfang an, okay, da gibt es einen Gott, der meint es gut mit mir. Der liebt mich, der sieht mich. Und egal, was ich mache, egal wie schlimm oder wie gut, ich wusste von Anfang an, Jesus ist immer auf meiner Seite. Und meine Eltern haben mir auch immer wieder ganz klare Grenzen gesetzt, haben gesagt, du Noah, das ist nicht gut, aber das war immer aus einer ganz tiefen Liebe heraus. Deswegen durfte ich das wirklich eine richtig gute Kindheit erleben und auch im Jugendalter und durfte wirklich erleben, wie durch meine Eltern Gott mir immer wieder Sachen auch gezeigt hat. Aber trotzdem will ich von Anfang an sagen, dass mein Leben nicht so perfekt war, wie es vielleicht am Anfang aussah und dass nur, weil ich ein gutes Elternhaus hatte, dass deswegen mein Leben super war. Denn es gab immer wieder Sachen, wo ich selber abgebogen bin, wo ich selber gedacht habe, ich weiß doch besser, wie es geht. Und das hat auch schon ganz frühzeitig angefangen. Zum Beispiel, also ich habe das nicht selber entschieden und habe gesagt, das ist gut oder das ist schlecht, aber es war von Anfang an so, dass alles, was mit Sexualität zu tun hat, das hat mich irgendwie besonders gecatcht. Und zum Beispiel habe ich schon ganz früh Erfahrungen gemacht mit Doktorspielen. Das heißt, dass ich mit Kumpels alles Mögliche ausprobiert habe, was man so ausprobieren kann. Und dass sich gezogen hat, am Ende vom Kindergarten, glaube ich, in der Grundschulalter ging das weiter. Und als ich 11 oder 12 war, hat mir dann auch einer gesagt, ey du, im Internet gibt es Seiten, da kann man sich Pornos angucken. Und ich habe gedacht, ja okay, warum nicht, kann ich mal angucken. Und da habe ich meinen ersten Porno geguckt und dachte, boah krass, das berührt mich oder das macht was mit mir, irgendwie ist das cool. Und das war auch der Moment, wo mich das wie gefangen hat. Wo ich so fasziniert davon war, was dort passiert, was ich dort sehe, dass mich das nicht mehr losgemacht hat. Oder wo ich nicht mehr los davon gekommen bin und immer noch weiter gucken wollte. Und dadurch, dass ich das schon von Anfang an gewohnt war mit den Doktorspielen und auch, wir hatten bei uns im Haus noch eine Werkstatt, und dort waren auch immer ganz viele Nacktbilder zu sehen von irgendwelchen Frauen und deswegen konnte ich von Anfang an ganz schnell damit was anfangen und das hat mich gecatcht und ich habe gemerkt, dass das ganz viel in mir auslöst. Und ohne dass ich das irgendwie wollte oder dass ich gesagt habe, das finde ich gut, bin ich ganz schnell süchtig geworden und bin da pornografieabhängig geworden. Und dann, als ich 12 Jahre alt war, gab es eine Zeit, wo ich nicht so viel mit Gott anfangen wollte. Ich habe, wie gesagt, in der Zeit schon Pornografie geschaut und ich habe dann irgendwo geguckt, wo sind die coolen Leute in meinem Umfeld. Und dann war ich zum Beispiel mit Leuten unterwegs, die ganz viel geraucht haben, ganz viel Alkohol getrunken haben. Und ich meine, ich habe da nie mitgetrunken, weil ich war ja trotzdem ein guter Christ und als guter Christ macht man das nun mal nicht. Und irgendwie habe ich immer gedacht, ja doch, passt schon irgendwie. Aber das war trotzdem eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich mit Gott nicht so viel zu tun haben will. Und wir haben dann auch ganz viel Musik angehört, die auch gegen Gott irgendwelche Sachen ausgesprochen haben. Und ich war da einfach dabei, weil das waren halt die Coolen. Und ich habe da einfach, wie gesagt, einfach mitgemacht. Und dann kam aber der Moment, wo meine Eltern gesagt haben, du, ich möchte, dass du auf eine Rüstzeit gehst. Und ehrlich gesagt, habe gesagt, gar keinen Bock auf Rüstzeit. Ich habe gerade hier meine coole Clique, wir sind immer im Schwimmbad unterwegs, das ist cool, das fetzt, das macht Spaß. Warum denn jetzt eine Rüstzeit? Ich meine, ich war als Kind schon auf was Rüstzeit und jetzt als Anfang Teenager ist einfach nicht so cool. Aber wie gesagt, meine Eltern sagen, ich gehe, also bin ich gegangen. Und am ersten Abend, ich saß da, der Lobpreis hat gestartet, alle sind aufgestanden, haben die Hände gehoben und meine erste Reaktion war, Alter, was geht denn hier ab? Also was machen die denn da? Warum stehen die auf? Oder was passiert da überhaupt? Weil ich so geschockt war, das trotzdem zu sehen, dass das Leute irgendwie aufstehen und dass die irgendwie ganz, ganz anders mit Jesus umgehen. Und was krass war, weil den Tag danach hatte ich plötzlich das Gefühl, dass ich die Farben nicht mehr so ganz wahrnehmen kann. Das war wie, als hätte jemand einen Graufilter draufgelegt. Das war zwar, klar, ich habe erkannt, das Grün ist grün, aber es wirkte nicht mehr kräftig. Es wirkte wie, als wäre alles irgendwie fade geworden.
Und in meinem Herz war so eine Stimme, die gesagt hat, Noah, wenn du die Farben wieder richtig sehen willst, dann brauchst du mich, Jesus. Dann musst du dich zu mir bekennen und dann musst du mich einladen, dass ich in dein Jesus, dass ich in dein Leben komme. Und ich habe mir noch ein bisschen überlegt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber ich habe gedacht, ach doch, ich will irgendwie die Farben wieder cool sehen. Ich will doch, dass in Grün so ein richtig schönes, saftiges Grün war, wie es vorher war. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, gut, Jesus, ich bin allein auf die Knie gegangen, habe mit niemandem oder mit jemandem geredet, gesagt, Jesus, du, ich will dir mein Leben geben. Und plötzlich schnips und ich habe rausgeguckt und ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich dachte, krass, was ist das? Was sind das für Farben? Plötzlich war das Rot so richtig knallrot, das Grün so richtig grün und ach, ich habe es geliebt. Und es war so gigantisch, weil das plötzlich als hätte ich wie der Filter wäre weggenommen und ich hätte alle Farben wieder so richtig gesehen. Es war so gigantisch und ich war so erstaunt darüber, dass, was Jesus mir da geschenkt hat. Und den Abend darauf bin ich rausgegangen, habe mich auf eine Wiese gelegt und habe gedacht, ach Jesus, du bist so gut, du bist so krass. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie von allen Enden von meinem Körper, wie es gekribbelt hat und wie es bis zu meinem Herz ist und wo es dort liegen geblieben ist und wo ich plötzlich gemerkt habe, oh ja, da habe ich einen Heiligen Geist und Jesus ist in mir und ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und wo da wirklich nochmal so eine Entscheidung war, wo ich wirklich gesagt habe, da will ich mit Jesus gehen. Und das Problem war, ich habe aber schon da gemerkt, zur Pornografie, das ist trotzdem eine Sache, die irgendwie nicht zu Jesus passt. Irgendwie funktioniert es nicht. Und ich habe schon gedacht, naja, vielleicht soll ich da mit jemandem reden oder so, aber habe gedacht, ach komm, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, vielleicht sieht es Gott auch gar nicht so, ich gehe einfach meinen Weg nochmal weiter. Und bin dann nach Hause gekommen, habe meinen Eltern erstmal bestimmt 3 Wochen lang vollgequatscht, wie cool die Rüstzeit war, was ich da alles erlebt habe und was Jesus ist, wer Jesus ist, wie gut er ist. Und da gab es bestimmt eine Zeitspanne von einem Monat, wo ich so richtig on fire war, wo ich so richtig für Jesus gelebt habe, wo ich ganz viel Bibel gelesen habe. Und danach ist es so langsam wieder normal geworden. Ich habe so wieder mein Alltagsding gemacht ohne Jesus, habe Jesus oftmals vergessen. Und das Pornografie schauen, das war vielleicht eine Woche, war das gut. Und danach habe ich genauso weitergeguckt wie vorher auch. Und das wurde und wurde einfach nicht besser. Und zu Silvester bin ich dann wieder zu einer Rüstzeit gefahren und habe gedacht, ach komm, irgendwie schleppst du das ganze Pornografie-Thema schon die ganze Zeit mit dir rum. Vielleicht sollst du doch mal mit jemandem reden und einfach das bekennen auch vor Jesus und vor einem Menschen. Und da bin ich zu einem von den Mitarbeitern gegangen und habe gesagt, hier du, ich habe ein Problem mit Pornografie. Und ehrlich, das ist eine Sache gewesen und ein Weg. Und bis ich das dann ausgesprochen habe, gefühlt bin ich an dem Abend 10-mal hingelaufen und bin auf dem halben Weg wieder zurückgegangen, weil ich dachte, ach nee, das kann ich doch nicht jemandem erzählen. Das ist doch so peinlich. Was denkt er denn dann über mich? Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, dass Jesus so sehr sagt, los nur, gehe, bis ich dann gegangen bin. Und dann war ich da und habe das erzählt und habe alles Mögliche auch gesagt, dass ich mich immer wieder selbst befriedige und dass ich Pornografie schaue und so weiter und so weiter. Und dann haben wir gebetet und ehrlich, ich bin noch nie so geschwebt. Ich hatte das Gefühl, so ein riesen Rucksack ist abgefallen und ich bin geschwebt mindestens 10 Meter über den Erdboden und ach, mir ging es so gut. Wie so eine ganz große Last, die plötzlich abgefallen ist, weil ich gemerkt habe, wow, Jesus hat Vergebung für mich. Jesus ist derjenige, der alles nehmen kann, alles an Schuld, alles das, was ich falsch mache. Wenn ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, du sollst es nehmen, da ist alles abgefallen. Und dann war bei mir der Punkt, wo ich dann nach der Rüstzeit wieder zu Hause war und ich dachte, ey, jetzt bin ich frei, ich muss nie wieder ein Porno schauen, ich muss mich nie wieder selbst befriedigen, das ist alles Geschichte gewesen. Ja, vielleicht einen Monat hat es gedauert, vielleicht war es auch weniger, ich weiß es nicht mehr ganz genau, bis ich wieder genau da war, wo ich am Anfang war, wo ich Porno geschaut habe, wo ich mich selbst befriedige habe und wo ich gemerkt habe, da bin ich genauso wie vorher, auch wenn ich das bekannt habe. Und das war auch der Punkt, wo ich ganz stark auch gemerkt habe, dass ich das davon immer mehr brauche, dass ich da immer mehr will und dass, auch wenn es am Anfang vielleicht 2-mal pro Woche war, dass das nicht mehr gereicht hat, dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht brauche ich das jeden Tag. Und dann habe ich das auch jeden Tag gemacht und es wurde von Mal zu Mal immer schlimmer. Und jetzt im Nachhinein merke ich, dass es auch ganz viel in meinem Kopf gemacht hat,
dass es nicht nur einfach war, dass ich Pornos geschaut habe, sondern dass ich dann, auch wenn ich raus auf die Straße gegangen bin, wenn ich in meiner Klasse saß, dass ich plötzlich alle Mädchen, alle Frauen um mich rum plötzlich ganz anders wahrgenommen habe. Das waren nicht mehr einfach nur Frauen, sondern das waren für mich Sexobjekte. Das waren Leute, wo ich gesehen habe, oh ja, die steigern meine Lust oder die könnte ich vielleicht gedanklich ausziehen, weil dann geht es mir gut und dann, ich habe Frauen einfach nicht mehr als Frauen wahrgenommen, sondern das waren für mich wirklich einfach nur Sexobjekte. Und da habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie kommt es denn, warum ist es denn so? Und es wurde und wurde irgendwie nicht besser. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es auch einfach so, dass ich hätte so ein richtiges, cooles Bekehrungserlebnis gebraucht. So wie bei Jürgen Wehr zum Beispiel, das obdachlos, viel geraucht und dann kommt Jesus in das Leben und plötzlich ist alles besser, auch wenn es Stück für Stück manchmal auch gedauert hat, aber dass es trotzdem besser geworden ist. Aber irgendwie so was ganz Spektakuläres, weil ich bin schon immer christlich aufgewachsen und habe dann ja zu Jesus gesagt und dann ging das trotzdem irgendwie so weiter und klar, ich habe Jesus gespürt, aber das war für mich nichts Besonderes, weil ich dachte, ach komm, vielleicht hätte es wirklich diesen einen Moment gebraucht, wo ich so richtig krass befreit werde von Alkohol und von Drogen und von allem Möglichen. Und zu der Zeit habe ich aber gemerkt, wie Jesus zu mir sagt, dass da, wo ich christlich aufgewachsen bin und das schon mit der Muttermilch aufgenommen habe, dass das ein Schatz ist, den mir niemand nehmen kann. Weil ganz oft habe ich dann gemerkt, ach krass, ich kann Jesus so vertrauen, weil ich ihn schon von Kindheit kenne, dass ich nicht unbedingt dass die eine Geschichte brauche, sondern dass ich wirklich wissen darf, dass jede Geschichte auch eine Geschichte mit Jesus ist und die gut ist. Und das will ich wirklich an dieser Stelle auch zusprechen. Da, wo du bist, du brauchst nicht dieses eine Bekenntnis oder dieses eine Bekehrungserlebnis oder die eine Situation. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, es ist deine Geschichte mit Jesus. Da brauchst du nicht erst ringsherum irgendwas Besonderes oder eine tolle Befreiung von was auch immer, sondern da, wo du zu Jesus Ja sagst, egal in welchem Kontext, ist es deine Geschichte mit Jesus. Und wie gesagt, das mit der Pornografie, das ging dann trotzdem immer so weiter und ich habe gemerkt, dass Jesus trotzdem zu mir spricht und dass er mir trotzdem sagt, dass ich bin an deiner Seite und ich brenne für dich und ich will dir immer mehr begegnen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass die ganze Pornografie immer wieder meinen Alltag geprägt hat. Und dass ich auch immer mehr auch gemerkt habe, dass ich ganz viel auch nur noch danach strebe, wann kann ich denn das nächste Mal ein Porno gucken. Ich bin manchmal auch nach Hause gegangen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal ein Porno geschaut. Einfach um den Frust oder um eine Befriedigung zu bekommen. Und das hat mich wirklich lange beschäftigt und immer wieder gemerkt. Und ich dachte, das hindert mich irgendwie an vielen Stellen auch, dass Jesus mich irgendwie gebrauchen kann oder das hindert mich, Jesus wirklich zu sehen oder wirklich zu erkennen, bis ich dann wirklich mal auch erlebt habe, dass Jesus mich trotzdem gebrauchen kann und dass ich nicht erst perfekt sein muss und dann kann mich Jesus gebrauchen, sondern dass da, wo ich bin, mit all dem, wie es mir gerade geht, wenn ich mich Jesus zur Verfügung stelle, dann sagt er, ey, dann will ich dich gebrauchen. Weil trotz meiner Pornografieabhängigkeit und trotzdem, wo ich nicht frei war, habe ich immer wieder gemerkt, dass Jesus sagt, ey du, ich will, dass du da Leuten irgendwie begegnest. Und wir waren auch mal auf Rüstzeit und da habe ich einen Zettel gekriegt, wo auch draufsteht, ey, ich sehe in dir voll den Leiter. Und ich habe gesagt, ach ja, ich bin der Leiter, der die ganze Zeit Pornografie schaut und der die ganze Zeit schlecht über Frauen denkt und der gefühlt nur um sich selber dreht, wann er denn ins nächste Mal in Bruno schaut. Wo bin ich denn dann bitteschön in Leiter? Und kurze Zeit, also anderthalb Jahre später, durfte ich dann erleben, dass trotz, dass ich noch pornografieabhängig war, dass Jesus gesagt hat, hey, ich möchte, dass du einen Schülerbibelkreis in der Schule übernimmst. Und ey, da gibt es eine Männergruppe oder eine Jugendgruppe, die brauchen Leiter. Ich möchte, dass du da die Leitung übernimmst. Und da war ich so fasziniert, weil ich dachte, ey, das kann doch nicht sein, dass ich pornografieabhängig bin und so in diesem Punkt zu voll gegen Jesus lebe. Weil zu der Zeit wusste ich immer wieder, das, was ich mache, ist nicht gut. Das, was ich immer wieder mache, dass das Jesus nicht gefällt. Und trotzdem wollte er mich gebrauchen. Und hat gesagt, hey du, mir ist das prinzipiell egal, was du machst, wenn du dein Herz öffnest und wenn du sagst, ja, ich will bereit sein, dir zu dienen,
dann kann dich oder dann konnte mich Jesus gebrauchen. Und da musste ich nicht erst, wie gesagt, der perfekte Christ sein, musste da erst rauskommen aus meiner ganzen Abhängigkeit, sondern durfte wirklich erleben, wie Jesus sagt, du, ich möchte dich da gebrauchen, da wo du bist und mit dem, was du bist. In der 10. Klasse habe ich dann ein Mädchen kennengelernt, mit dem ich dann zusammengekommen bin. Und mein Gedanke war dann auch immer, ich bin jetzt pornografieabhängig, aber wenn ich dann meine Freundin habe, dann brauche ich das alles nicht mehr. Dann habe ich eine Freundin, dann geht es mir gut, dann ist das alles irrelevant und dann habe ich eine Freundin und dann ist ja alles gut. Das Problem war nur, dass das für mich ein völlig falscher Gedanke war, weil ich dann gedacht, okay, Pornografie brauche ich nicht mehr angucken, ich kann mir ja alles mit ihr vorstellen. Und das hat ganz viel schon am Anfang kaputt gemacht, weil ich dann immer mehr gemerkt habe, ey, mir geht es eigentlich gar nicht mehr um diese Person, sondern mir geht es eigentlich nur noch darum, wie ich denn möglich dazu komme, mit ihr zu schlafen oder zumindest immer mir wieder Sachen vorzustellen und die dann immer weiter dazu geführt haben, dass ich immer mehr Lust bekommen habe, auch mit ihr zu schlafen. Und sie war auch Christin und das war alles gut und wir haben viel zusammen gebetet, wir haben viel zusammen auch Bibel gelesen und ich habe trotzdem gemerkt, dadurch, dass ich immer wieder mir Sachen vorgestellt habe mit ihr, hat das ganz falsch meine Gedanken geprägt, weil ich immer wieder dachte, hey, das ist die, mit der ich unbedingt schlafen will. Und ich habe dann Gott auch manchmal so gefragt, was er so denkt und wie ihr euch vorstellen könnt, hat er genau das gesagt, was ich nicht wollte, und zwar, dass es nicht gut ist. Und ich habe immer gedacht, ach Quatsch, Gott, vielleicht meinst du es ja auch einfach gar nicht gut. Ich meine, ja klar, ich weiß, in der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen, das heißt auch, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Ich habe gedacht, ach komm Gott, warum bist du denn eigentlich in dem Thema auch so ein Spielverderber? Warum kannst du mir nicht einfach den Spaß erlauben? Also was macht es denn schon? Und deswegen kam es dann so, dass ich dann immer mehr diesen Druck und diesen Drang gespürt habe, mit ihr zu schlafen. Und ich muss auch zugeben, ich war da an vielen Stellen sehr unfair, weil ich auch sehr manipulativ war. Ich habe dann zum Beispiel auch diesen Satz gesagt, ja doch, guckt, wir sollen nicht Ehe brechen und das heißt, wir sollen heiraten und wir wollen doch vielleicht eh heiraten und da können wir doch jetzt schon auch miteinander schlafen, weil Gott wird es schon gut machen und wenn wir das doch wissen, dass es vielleicht so sein könnte, dann können wir auch einfach miteinander schlafen, das wird schon gut werden. Und im Gedanken habe ich trotzdem immer nur gedacht, ey doch, ich will doch einfach nur mit ihr schlafen. Und dann irgendwann haben wir miteinander geschlafen und nicht mal ein Vierteljahr später haben wir uns dann getrennt. Die Beziehung war vorbei und das war für mich in erster Linie erstmal wirklich krass, weil ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Das war doch für mich irgendwie so klar und plötzlich habe ich im Rückblick gesehen, wie viel da eigentlich falsch lief, auch in meinen Gedanken. Es war wirklich ein großer Vorteil, dass wir beide Christen waren. Das heißt, wir konnten nochmal zu jemandem gehen und haben das beide bekannt, dass wir das getan haben und haben die ganze Schuld nochmal vor Gott gebracht. Und so sind wir auch recht gut auseinandergegangen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass bei mir emotional das richtig viel kaputt gemacht hat. Dass es nicht einfach nur war, ja, ich springe mit ihr ins Bett und dann ist alles gut. Und wenn wir uns getrennt haben, das passt. Sondern dass das was mit mir gemacht hat. Und eine Sache, die ganz klar dann immer wieder in meinen Gedanken stand, ich habe es einmal verkackt, ich habe einmal mit einer Frau geschlafen, ich wäre nie eine gute Frau bekommen. Ich wäre, wenn dann noch, so eine mittelmäßige Frau oder eine, die, ja, passt schon. Dann auch die Frage so, ich bin es nicht mehr wert, ich bin kein guter Mann mehr und wer bin ich denn generell überhaupt? Kann ich denn noch ein guter Mann sein? Kann ich ein guter Vater sein? Und ich habe ganz viel Scham gefühlt, wenn ich über das Thema nachgedacht habe und immer wieder auch ganz viel Schuld gespürt. Und ich habe dann auch gedacht, vielleicht ist es auch dran, einfach für immer alleine zu bleiben, für immer Single zu sein, weil das irgendwie alles nichts gebracht hat und ich irgendwie einfach so verkackt habe. Und ich habe auch manchmal gedacht, ach, vielleicht ist es doch gut, einfach Single zu bleiben, weil ich dann zumindest nur mit einer Frau geschlafen habe. Im Nachhinein merke ich, das war einfach Selbstgerechtigkeit. Ich wollte einfach sagen, okay, vielleicht bin ich ja gar nicht so schlecht, wie ich wirklich war, sondern vielleicht, wenn ich einfach sage, ich habe nur mit dieser einer Frau geschlafen, ist es gar nicht so schlimm.
aber ehrlich, es war so schlimm. Und ich habe dann einen Prozess angefangen, der bestimmt 2-3 Jahre dauert, wo ich immer wieder lernen musste, dass Jesus mir vergeben hat. Wo ich immer wieder gemerkt habe, oh, ich muss trotzdem immer wieder sagen, dass es mir leid tut und dass ich trotzdem immer wieder die Möglichkeit hatte, dass Jesus sagt, ey, das ist gut, ich will dir da vergeben. Und es hat wirklich ganz, ganz lange gedauert und es war auch ein ganz schwerer Kampf, plötzlich auch irgendwann zu sagen, ja, okay, ich kann auch wieder ein guter Mann werden, ich kann auch wieder ein guter Vater werden. Und ich muss nicht, wenn ich in meine nächste Beziehung gehe, zwangsläufig immer da denken, dass ich unbedingt mit ihr ins Bett muss. Und was wirklich krass war, also in der Zeit habe ich dann trotzdem wieder angefangen, Pornografie zu Pornos zu schauen und das hat sich irgendwie immer nur so im Kreis gedreht und ich dachte irgendwie, komme ich da nicht wirklich raus. Und es war trotzdem so, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass Jesus immer wieder sagt, hey komm, wir gehen noch ein Stück, wir schaffen das. Irgendwann kommen wir zusammen raus, irgendwann wirst du frei werden. Und irgendwann wirst du die Würde erlangen, die ich in dir sehe. Wirst du nicht mehr einfach immer nur rumlaufen als, ah ja, du hast ja verkackt, ah ja, du kriegst ja eh keine gute Frau und ein guter Mann, ein guter Vater wirst du eh nicht. Sondern irgendwann wirst du wieder sagen können von dir, dass du ein guter Mann bist, dass du nicht mehr mit dem Schild auf der Stirn rumläufst als Versager, sag ich mal, sondern dass ich wirklich wieder deine Würde hergestellt habe. Und das durfte ich dann wirklich erleben, dass ich wirklich wieder gemerkt habe, ja, ich bin ein Mann Gottes, ich bin ein Königssohn, und ich darf hier stehen und darf euch das erzählen, was ich alles falsch gemacht habe, was ich alles verkackt habe in dem Moment, wo ich mit ihr geschlafen habe und da, wo ich ganz viele Jahre Pornografie geschaut habe. Und dass es nichts ist, was gut war oder was ich jetzt gut heißen will. Aber ich darf das trotzdem sehen, jetzt im Nachhinein, wo Jesus das vergeben hat. Und wo ich weiß, dass das ist in meinem Leben und das ist aber trotzdem nichts mehr, was mich belasten muss. Ich darf davon frei sein, weil Jesus dafür gestorben ist. Und kurze Zeit später durfte ich dann auch wirklich erleben, wie Gott mich von Pornografie geheilt hat. Da gab es jetzt keinen Moment, da gab es jetzt kein Gebet, sondern nachdem ich 7 Jahre lang gefühlt immer wieder im Kreis gelaufen bin, immer wieder gesagt habe, Jesus, es tut mir leid, und dann habe ich doch wieder in Porno geschaut. Und dass es trotzdem eines Tages einfach so war, dass ich gemerkt habe, ey krass, ich habe gerade lange nicht mehr in Porno geschaut, ich hatte lange gerade nicht mehr das Gefühl, mich selbst befriedigen zu müssen. Und wo ich gemerkt habe, das war nichts, was ich irgendwie herausgemacht habe. Ich habe mich so viel angestrengt, immer wieder zu sagen, ich brauche das nicht mehr, ich muss das nicht mehr, ich will das nicht mehr, wie auch immer, sondern das war einfach der Moment, wo Jesus gesagt hat, hey, jetzt ist die Zeit, wo du frei bist. Und dann habe ich gemerkt, wie ich einfach frei war. Und wo ich wirklich sagen kann, ich habe nichts dazu geleistet, sondern das war Jesus, der das in mir gemacht hat. Und ich durfte auch genauso merken, dass mit diesem Thema Sex vor der Ehe, dass das Gott eben nicht will und dass er nicht will, dass wir auch gedanklich irgendwie versuchen, da mit Leuten zu schlafen oder uns Leute vorzustellen, dass das Jesus auch wieder geheilt hat. Ich habe dieses Jahr Johanna geheiratet und das war so, dass wir von Anfang an gesagt haben, hey, wir möchten vor der Hochzeit nicht miteinander schlafen und wir wollen es so machen, wie Jesus das in der Bibel gesagt hat. Und ehrlich, es war nicht einfach. Das war nicht, dass ich sage, oh ja, ich kenne meine Geschichte und jetzt ist alles happy clappy und ja, wir wissen das ja jetzt, wie es geht und deswegen macht es nichts, sondern es gab immer wieder Sachen, wo wir herausgefordert waren, zum Beispiel abends zu sagen, okay, wir haben uns gesagt, wir um 10, sie bleibt in ihrer Wohnung, ich gehe zu mir in meine Wohnung und da bleibt es dabei zu sagen, okay, wir haben gesagt um 10 und wir gehen um 10 rüber. Wir schlafen nicht getrennt in einem Bett oder auf einem Sofa und es war so schön, ab und zu mal zu kuscheln und zu sagen, ach komm, wäre es nicht einfach schön, liegen zu bleiben und zu kuscheln, und wo wir dann gesagt haben, nein, wir wollen nicht zusammen in einem Bett kuscheln und dann einschlafen oder so, weil das bringt immer wieder Gelegenheiten, wo wir merken, ey, da könnte man ja vielleicht doch, da könnte man vielleicht doch noch ein Stück weiter gehen oder sowas, dann, wo wir ganz klar immer wieder gesagt haben, nein, wir wollen das nicht, wir wollen den Plan von Jesus machen, und obwohl das immer wieder schwer war, haben wir gemerkt, dass der Heilige Geist immer wieder auch zu uns geredet hat. Und ich habe da auch mal mit Johanna ganz ausführlich auch drüber geredet, über das ganze Körperliche und so weiter, wie das so ist. Und sie meinte dann zu mir, dass sie sich so sicher bei mir fühlt und auch so ganz angenommen, weil ich ihre körperlichen Grenzen achte und nicht darüber gehe.
Und ehrlich, ich kann euch sagen, das war ein Kompliment, was mich immer noch total bewegt, wenn ich das höre oder wenn ich mich daran erinnere. Weil das war ein Satz, wo ich plötzlich gemerkt habe, krass, da ist plötzlich eine Frau, die sagt, dass ich gut mit ihr umgehe, dass ich sie nicht irgendwie manipuliere oder dass ich sie nicht irgendwie benutze, um da irgendwie meine Lust zu befriedigen oder so. Und das war so ein richtiges Kompliment, was mir so viel bedeutet, weil es mir immer wieder gezeigt hat, hey, Jesus hat mein ganzes Denken neu gemacht. Ich war nicht mehr irgendwie daran gebunden, gegenüber Johanna dazustehen und zu sagen, oh ja, ich will unbedingt mit dir schlafen. Oder dass es mir nur ums Körperliche geht, sondern dass ich wirklich dann gemerkt habe, dass Jesus auch mein ganzes Denken und Handeln verändert hat und dass ich dann mehr oder weniger das Richtige machen wollte und auch durfte. Und ich merke immer wieder, dass uns das bis heute trägt, dass das so ein Grundstein war von, ey Johanna, ist es mir wert, dass ich warte? Johanna, ist es mir wert, dass ich, auch wenn es mal Momente gab, die mir schwer gefallen sind, dann zu sagen, nein gut, wir lassen das, wir kuscheln jetzt nicht mehr, wir hören kurz auf uns zum Arm oder so, aber dass ich damit gezeigt habe, hey Johanna, du bist es mir wert, dass ich mich zurücknehme, sondern dass ich dich will und dass ich deine Grenzen achten will. Und das ist immer wieder das, wo ich ganz, ganz stark merke, dass Gott da ganz viel wiederhergestellt hat und dass ich jetzt auch wissen darf, dass ich in dem Punkt wirklich, auch wenn ich so viel falsch gemacht habe, dass ich es bei Johanna trotzdem gut machen konnte, dass Jesus mir die Kraft gegeben hat, das wirklich gut zu machen. Und in dem Punkt habe ich auch gemerkt, wenn Jesus sagt, Sex gehört in die Ehe und es ist nicht dazu bestimmt, dass das vorher ist oder vielleicht auch mit anderen Leuten, dann macht er das nicht, um zu sagen, ey, ich will euch was reindrücken oder sonst was, sondern Gott meint es wirklich gut. Und das habe ich so richtig erleben dürfen, wie Ehe und wie Beziehung aufblühen kann, wenn ich da Gottes Gebote wirklich einhalte und wenn ich sage, ja Jesus, du hast gesagt, das ist so und deswegen will ich das machen, weil das hatten wir heute auch schon Vormittag, weil mir das gut tut und weil das Johanna gut getan hat. Und das will ich auch so als Abschlusspunkt nehmen, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und ich weiß nicht, was du dieses Jahr für ein Jahr hattest und was du gerade mit dir rumträgst, was gerade so dein Punkt ist, dass du da vielleicht von Gottes Wegen abgewichen bist oder dass das Punkte waren, wo du nicht so gelebt hast, wie Gott es wollte. Bei Gott gibt es immer eine zweite Chance oder eine dritte oder eine vierte oder eine fünfte oder eine zehntausende. Gott sagt nie irgendwann, ey, du hast es so verkackt, das wird nichts mehr, sondern Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und da, wo ich gemerkt habe, dass ich nichts mehr in mir sehe, hat trotzdem gesagt, hey Noah, ich sehe was in dir. Und das will ich dir zusprechen heute Abend. Und dass, wenn du noch eine Sache hast, die dir auf dem Herzen liegt, dann darfst du das dann im Lobpreis auch Gott einfach sagen. Jesus, das ist eine Sache, die mich beschäftigt. Da bin ich einen falschen Weg gelaufen. Da habe ich immer noch das Gefühl, obwohl ich was falsch gemacht habe, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass ich es nicht wert bin. Jesus möchte dich wiederherstellen, weil Gott sagt nicht über dich, dass du ein Versager bist, sondern Gott sagt, dass du wunderbar gemacht bist, dass du geliebt bist, dass du ein Königssohn bist, dass du eine Königstochter bist und dass Jesus wirklich eine Beziehung mit dir will und dass Jesus will, dass es uns gut geht. Und ich will zum Abschluss noch beten. Ja, danke Jesus, dass du gut bist. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Und dass egal, was wir machen, egal wie viele Fehler wir machen, dass du immer wieder Vergebung für uns hast. Danke, dass du ja so viel mehr für uns vorbereitet hast und dass du so viel mehr in uns siehst, als wir oft in uns sehen. Ich bitte dich da, wo wir uns nicht so sehen, wie du uns siehst, dass du uns zeigst, wie du uns siehst. Jesus, wir wollen immer wieder ganz neu unseren Blick auf dich richten. Weil immer wieder mit unseren Fehlern und mit unserer Schuld zu dir kommen und Vergebung von dir erhalten. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, die du für uns hast und dass sie niemals aufhören wird. Wir wollen dir immer wieder alle Ehre geben. Amen.